Hallo zusammen. Die erste Nanowoche ist rum. Es ist soweit. Und ich wollte ja zu jeder Nanowoche einen kleinen Vlog machen. Und heute soll es um das Thema Mindmaps und Plotting gehen. Denn ich habe direkt am Dienstag um Mitternacht mit zwei anderen Schreibern aus dem Fanfiction-Forum direkt angefangen und wir haben ein Word War gemacht. Da geht es dabei in einer festgelegten Zeit möglichst viele Wörter zu schreiben. Ich habe haushoch verloren, was hauptsächlich daran lag, dass ich noch gar keinen richtigen Plot hatte. Ich hatte ja im ersten Video zum Nano gesagt, dass ich sehr viele Einzelszenen im Kopf habe, aber die alle noch nicht verbinden kann. Und das habe ich dann gemerkt. Ich habe vor dem Word-Dokument gesessen und ich habe es angestarrt. Und die Wörter wollten einfach nicht alleine da drauf. Ganz schön fies, ne? Ich habe dann zwar noch geschrieben die halbe Stunde, die wir festgesetzt hatten. Aber ich habe alles am Nachmittag wieder gelöscht, weil ich nämlich plötzlich gemerkt habe, mein männlicher Hauptcharakter hat gar kein Ziel. Und nee, das muss ich anders anfangen. Irgendwie habe ich gemerkt, das funktioniert alles nicht, weil ich komischerweise auch mit dem männlichen Hauptcharakter nicht klarkam. Sagen wir es so. Dann habe ich mir auf der Webseite von, Moment, ich gucke mal kurz, ich möchte den Namen auch richtig sagen, Markus Johannes, eine Checkliste für den Plot gefunden. Und ich habe mir gedacht, gut, nimm die Fragen und beantworte sie alle mal. Und bin dann zu dem Punkt gekommen, dass mein lieber Keldan kein Ziel hat. Also keine Motivation, warum er das tun sollte. Also habe ich den gesamten Dienstag damit verbracht, über Mindmaps ein Ziel für ihn zu finden, eine Motivation. Warum handelt er denn so, was irgendwie auch noch in die Geschichte reinpassen musste? Und das ist mir zum Glück am Ende gelungen. Und ich habe dann abends nochmal meine 834 Wörter geschrieben, die ich schreiben musste für den Tag. Und ich habe herausgefunden, dass ich hervorragend mit Mindmaps klarkomme. Hätte ich eigentlich auch schon früher drauf kommen müssen, denn ich habe die in der Schule eigentlich immer schon ganz gerne gemocht, aber ich war nie auf die Idee gekommen, dass ich die vielleicht auch zum Schreiben benutzen könnte. Und ich benutze die inzwischen auch, um die Kapitel vorzuplotten. Und ich habe es mal noch ein bisschen visueller gemacht. Ich habe das mit unterschiedlichen Farben gemacht, damit ich euch das besser zeigen kann. Denn ich habe im Fanfiction-Forum auch gelesen, dass einige noch so ein bisschen Probleme mit ihrer Story haben, dass sie nicht so richtig anlaufen will, wie bei mir am Anfang. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Und zwar ist das hier eine Kapitelübersicht für mich. Und ich fange immer an, dass ich hier oben in die Ecke reinschreibe, was das Thema des Kapitels ist. In diesem Fall ist es Kapitel 3 und in diesem Kapitel möchte ich, dass man ein bisschen was über Lynn kennenlernt, meinen weiblichen Hauptcharakter, was man bisher irgendwie noch nicht so wirklich getan hat. Man weiß zwar, wie sie aussieht, aber so den Hintergrund kennt man noch nicht. Und dann fange ich an, dass ich den roten Faden des Kapitels aufschreibe und zwar, und das hier, diese mit Kugelschreiber immer hier. Dann geht es hier unten weiter. Das ist das, was passiert. Das erste wäre zum Beispiel, Kelda nimmt Lynn mit in den Wald, wo er ihr auf einer Lichtung das Kämpfen beibringen will. Das ist das, was passiert. In Türkis habe ich dann dazu geschrieben, hier. Wie sieht es da aus? Was fühlen die Charaktere? Was riechen die Charaktere? Was hören sie? Also Ortsbeschreibungen und in Rot. Man sieht, ich habe einen Manga-Schaden. In Rot die Gefühle. In dem Fall wäre es dann, Lynn ist aufgeregt und will sich beweisen. Das ist nicht allzu viel, aber ich habe da unten deutlich längere Texte. Aber das hilft mir eigentlich ganz gut. So kann ich mich nämlich von Szene zu Szene so ein bisschen durchhangeln. Wenn ich das untereinander schreibe mit Stichpunkten, das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Also, wenn ihr plottet, was ich ja normalerweise gar nicht mache, dann überlegt euch erstmal, was seid ihr denn für ein Typ? Ich bin eher ein visueller Typ. Ich brauche Farben, damit ich mir was merken kann. Das habe ich auch in der Ausbildung gehabt. Wir hatten einen Lehrer, der hat immer mit mehreren Farben gemacht und die Tafelbilder hat er mit mehreren Farben gemacht und ich habe die teilweise immer noch im Kopf. Ich weiß immer noch genau, da stand das Rote und da stand das Schwarze und da unten war das in Blau. Ich weiß vielleicht teilweise nicht mehr genau, was da drin stand, aber ich habe die Bilder immer noch im Kopf. Und deswegen wundere ich mich eigentlich auch, warum ich auf Mindmaps noch nicht früher gekommen bin. Bisschen peinlich, ne? 13 Jahre gebraucht, um dann festzustellen, hey, ich brauche Mindmaps zum Plotten.
was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Dann wünsche ich euch allen noch viel Spaß in der zweiten Nanowoche. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Tschüss!